Guten Morgen und herzlich willkommen bei Pets on Tour. Ja, wir sind hier auf dem Trollstigen, die schönste Passstraße von Norwegen. Ist fantastisch hier und ist auch extrem gut angelegt, muss man schon sagen. Aber ich zeige euch einfach mal. Die Straße sind wir gerade komplett hochgefahren. Ist sehr angenehm zu fahren, aber im Wohnmobil oder gespannt, Respekt. Dann bleibt man öfters mal wieder stehen, ich glaube, weil das Auto abkühlen muss. Ja, ist noch herrlich, hier liegt sogar noch Schnee da oben. Würde ich jetzt mal sagen, ich zeige euch, wo wir genau sind hier und dann fahren wir einfach mal weiter. Der Trollstigen, die Passstraße, befindet sich ungefähr ca. 20 Minuten von unserem Campingplatz aus dem ersten Teil entfernt. Das verlinke ich gerade oben und der Trollstigen selbst ist ungefähr roundabout 300 Kilometer südwestlich von Trondheim entfernt. So, jetzt fahren wir ein bisschen mit der Gravel Road oder auf der Gravel Road wohlgemerkt. Schon sportlich. Spannend. Aber jetzt versuchen wir gleich mal die Drohne zu starten und dann schauen wir uns das Ganze mal von oben an. So, guten Morgen. So, wie ihr seht, sind wir auf der Fähre und fahren durch die unzähligen Fjorde mal durch. Also wir nutzen immer öfters mal die Fähre, weil es einfach kürzere Wege sind. Ja. Und jetzt gehen wir vom Trollstigen, fahren wir jetzt weiter Richtung Trondheim in den Norden hoch und gehen auf den nächsten Stellplatz. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie weit wir fahren. Ihr werdet damit dabei sein. Heute ist Wetter ein bisschen benebelt. Das Wetter ist ein bisschen frisch auch, es sind nur so 14 Grad. Es ist anscheinend auch die schlechteste Sommer seit Jahren, also demnach. Wir haben wieder perfektes Timing, was das angeht. Jo, da würde ich einfach mal sagen, ihr seid mit dabei und dann sehen wir uns auf der Road. So. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Nähe von Trondheim auf einem super schönen Campingplatz. Der Name, den blende ich euch einfach rein und schreibe es unten nochmal rein. Fantastisch. Vor allen Dingen der Blick hier aufs Fjord zu Trondheim. Ist nicht herrlich. Es ist ruhig. Und das nächste, was wir jetzt tun werden, meine frisch erworbene Angel rausholen und da unten im Fjord angeln gehen. Weil man darf's in Norwegen darf man in den Fjorden angeln, bloß nicht in Seen und Flüssen. Da braucht man eine extra Lizenz, Genehmigung oder so, aber im Fjord, im Meer, feuerfrei. Und das werden wir jetzt auch machen. Wünscht mir Glück, dass wir einen Fisch haben, weil ohne Fisch gibt es heute Abend nichts zu essen.
Ja, Leute, das ist nicht unser Ziel von heute, aber notgedrungenerweise schon, weil auf der E6 da oben, wo ihr den LKW seht, da geht nichts mehr. Hat einfach den Hintergrund, in der Kurve vor uns ist ein LKW umgekippt und der Abschlepper dauert 1-2 Stunden, bis er kommt und bis wir ihn rausgezogen haben. Also man kann dann vorneweg 3-4 Stunden rechnen, bis das Ganze wieder weitergeht. Und da wir es sowieso schon am Abend haben, haben wir gesagt, okay, gut, wir hätten zwar noch 170 Kilometer vor uns, so ungefähr 2,5 Stunden Fahrt, aber jetzt machen wir einfach hier und hey, das ist herrlich, es ist echt herrlich hier. Ich verlinke auch den Campingplatz, wenn ich weiß, wie er heißt, weil ich habe keine Ahnung, wie immer. Ich weiß nicht, wie die Campingplätze heißen. Ja. Jetzt genießen wir noch einen schönen Abend, dann geht es morgen weiter an die Fjorde und dann geht es hoch auf die Lofoten. So, wie ihr seht, haben wir gerade im nördlichen Polarkreis gekreuzt und somit sind wir im Polarkreis. Also nördliches Polarkreis. Ja, würde ich jetzt mal sagen, hier endet unser Teil 2 von unserer Skandinavien-Reise. Mittlerweile nenne ich es nicht mehr Norwegen, sondern Skandinavien. Ihr könnt euch noch gespannt sein. Ja, nächster Teil, der dritte Teil, wird dann, dass wir in den Lofoten endlich mal und dann denken wir, das wird noch schöner, als es was jetzt schon die ganze Zeit war. Also drückt uns die Daumen, in den nächsten 1-2 Tagen sind wir dann oben. Wenn alles planmäßig verläuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr uns schnell abonniert habt, dann abonniert uns. Und dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.